Ja, der hat die Titten gegrapscht. Ja, aber voll. Aber richtig. Ich habe euch befohlen, dem Zauberer seinen Stab abzunehmen. Ach, ich wollte gerne das spielen. Ja. Ja, wie wir hier einfach mal krass alles rumhauen. Tod. Stirb, Theodee. Aber so nicht. Eine Schlagwaffe ist schon mal gut. Was müssen wir jetzt hier eigentlich machen? Grima töten. Das geht gar nicht. Na, ihn zumindest hauen. Siehst du? Das geht ja sehr wohl. Musst du Grima hauen? Ja, Grima hauen. Ich kümmere mich kurz um König Theoden. Ja. Noch mal Zeug. Muss ich denn jetzt mal schon verschiedene Sachen hier hauen? Ich kann ihn aber auch nicht direkt anvisieren. Was sollen wir tun? Ja, König Theoden, oder? Guck mal, der ist da oben eingeblendet. Ja. Okay, ich kann ihn mit meinem Stab so hochheben. Ja, du musst mich beschützen, damit er hier nicht seinen komischen Voodoo machen kann. Ich werde euch Saruman aussaugen wie Gift aus einer Wunde. Wenn der Davis das sagt, dann ist es irgendwie nicht mehr so lustig. Ja, ja. Lustig? Nee, warte mal. Es ist lustig. Ja, es ist. Es verliert so viel an seiner Epik. Moment, jetzt kann ich ja wieder saugen. Ja. Ah, Sarumans Gift. Ah, lecker. Okay, das war ungünstig. Los, halten von mir fern. Ich will saugen. Alter. Du könntest da oben auch mal auf die Zielscheiben schießen als Legolas. Geht ja nicht. Legolas hat ja keine Dingens. Hat keinen Bogen. Richtig, ja, den muss er ja abgeben. Okay. Außerdem ist Legolas gerade durch meine Zauberkünste gefangen worden. Ja. Okay. Du bist ein Magier. Nee, irgendwie kann ich den. Soll ich dir mal den Stab geben, den ich hier hatte? Komm mal kurz her, versuch mal Legolas aus dem Gefängnis zu befreien. Was ist denn das passiert? Einfach nur zerschlagen. Gut. Das ist ein Speer. Kann ich und dir dann den hau nicht mal. Jetzt hauen wir mal ganz kurz Grima. So, und jetzt müssen wir das gut funktioniert. Teil hier zusammenbauen und Grima müsste dann. Warte, meinst du, dass er gefangen werden muss? Ja. So ein Arsch, dieser Grima. Das glaubst du nicht. Ja, der muss da gefangen werden, deswegen. Okay, ich schlag ihn. Und du sorgst dann dafür, dass er da reingeht. Er muss ja nur auf die Platte treten. Okay. Also. Okay, ich wechsle mal auf meinen Zauberstab. Auf deinen Zauberstab? Ja. Ach, da kommt dieser Sack wieder. Wenn ich gehe, stirbt Theoden. Hat das eben Grima gesagt? Nee, das war glaube ich Dingens. Theoden? Nee, auch nicht. Also halt Theoden, ja, aber halt Dingens. Du meinst Theoden. Sein gutes Theoden? Oder sein nee, böses Theoden? Böses, also wie heißt welches Theoden? Wie heißt da nochmal der böse Saruman? Saruman. Okay. Achso, ach ja, das war Saruman's Stimme, okay. Kannst du ihn jetzt endlich mal hauen? Nicht hauen. Aussaugen. Ja, aber. Er ist ein alter Mann, der saugt. Jetzt gleich kotzt er. Bananen. Das Schlimme ist, das kann ich mir sogar vorstellen. Oh. Rasiert. Ganz langsam, ganz langsam. Ja. Wahrscheinlich kann er sich selbst drin sehen. Was er wo er wollte. Und jetzt ein Schlag in dem Kopf ab. Dies ist nur ein Vorgeschmack des Schreckens, den Saruman hier aufgeführt hat. Wir müssen kämpfen. Offener Krieg steht euch bevor. Ich weiß, was ihr von mir erwartet. Aber ich will kein vermehrtes Leid unter meinem Volk. Auf Geheiß des Königs! Suchen wir Zuflucht in Helms Klamm. Wenn das jetzt gesagt, nicht der König. Hm.
Ja, hier werden alle Entscheidungen schnell gemacht. Ich meine, die können doch nach Minas Tirith, so weit ist das ja nicht. Das ist richtig. Ey, erwartet mich aber. Sag es! Sagt er das nicht erst im dritten Teil? Nein. Nee, im zweiten, stimmt. Ja. Passt schon. Wer spielt wen? Ich glaube, ich bin Legolas. Ja, du bist Legolas. Ah, Wellen. Wir müssen die Waage kaputt hauen. Ja. Okay, okay. Wenigstens klappt jetzt mal das mit dem Autoziehern, wie sehen hier. Bei Legolas. Sonst wäre man hier ganz schön. Ja, ich halte auf dem Waage. Das ist ein Hühnchen. Die sahen ja richtig toll aus bei der Hobbit. Die Waage. Ja, die sahen ziemlich gut aus. Differenzierten sich aber von den normalen Wagen. Ja, die waren ein bisschen mehr am Buch angelehnt, oder? Ich glaube, es lag einfach nur daran, dass. Also kann sein, ja, ich habe das Buch ja nicht gelesen, aber ich glaube, es lag hauptsächlich daran, einfach nur, dass es einen Unterschied zwischen diesen Isengard-Wagen und Burgunderbad-Wagen gibt. Ja. Pferde sind schneller als Waage. Und die Kaninchen natürlich noch. Ja, die Kaninchen waren ja auch, verdammt. Das war Absicht. Hat er nicht letztes Mal länger reingeblasen, also im Film? Da steht einer dieser Orks. Du kannst mal auf die Blumen da oben schießen. Auf die Blumen? Blumen da oben. Da oben. Ja, kann ich mal. Es ist halt hier alles unübersichtlich gerade. Das glaubst du nicht. Sie tut es wahrscheinlich daran, dass wir halt momentan eher auf kleineren Bildschirmen spielen. Genau, als letztes Mal. Was aber bloß von kurzer Dauer sein wird. Oh, Alter. Oh, das war böse, das war böse. Das war gemein. Black Beauty. Es klebt am Schuh. Sag mir, was geschehen ist, dann erleichtere ich dir deinen Abschied. Er ist da drüben einfach von der Klippe gestürzt. Ich muss echt die Filme nochmal gucken, also die Haupttrilogie. Also einfach nochmal alle drei Teile. Ja, in einem Rutsch. Ja. Auf Englisch, bitte. Warum? Weil ich sie schon auf Deutsch geguckt habe und den ersten Teil habe ich auf Englisch bereits geguckt. Ich möchte die anderen noch auf Englisch gucken. Okay. Außerdem mag ich die englische Synchro. Beziehungsweise so. Die Stimmen sind ja, glaube ich, die echten Stimmen. Ist auf jeden Fall Lippensynchro. So wie man logisch, hat halt seine Ansprüche. Ja, du mit deinen Ansprüchen, ey. Ja. So, dann sollten wir jetzt auch mal mit denen hier weiterspielen, oder? Mit. Meinst du? Ja, bevor wir Helms Klamm machen, machen wir erstmal hier. Ja, aber Helms Klamm ist doch toll. Guck mal, wie hier schon die Minen liegen. Ja, hier liegen wirklich Minen. Oder Lampen. Wer als erstes da ist halt, ne? Nach dem Prinzip spielen wir halt. Ja. Es kann sein, dass du da einen Vorteil hast, wenn. Nee, hab ich nicht. Nee, hast du nicht? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich dachte, du warst gleich davor, von dem Eingang von der Hülle, aber naja. Tja, damit hat sich die Entscheidung wohl erledigt. Ja. Da war einer schnell. Wir müssen ja eh beides spielen, also daher ist es ja relativ. Also ich hätte jetzt mehr Lust auf sowas, weil ich finde das mit den Hobbits ist immer so nicht so interessant. Genau wie beim Film. Naja. Es gehört halt dazu. Ja, leider. Naja. Theodé! Oh nein, besser du sagst nichts. Wo ist er? Er ist gefallen. Vom Berg. Bam. Das ging ja schnell. Ja, die können jetzt hier nicht den ganzen Film nochmal rekonstruieren. Ja, ich weiß, aber.
Es ist schon ganz schön gehetzt, ein bisschen. Ja, das ist richtig. Ganz Isengard ist geräumt. Wie viele? 10.000 Kopf. Das hätte ich jetzt gerne in der Lego-Grafik gesehen, mit den ganzen Urukai. Ja. Und einen Blumenladen aufzumachen. Lass sie kommen. Es sei jeder Mann und jeder kräftige Knabe, der waffenfähig ist, bis ein der Nacht kampfbereit. Roger. Verkackt. Mach dir nichts draus. Dies ist keine Bande hirnloser Orks. Das sind Urukai. Ich erinnere mich gerade an Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, also das Spiel für PlayStation 2 und so. Mhm. Ach ja, Helms Klamm. Ach ja. Das war schwer. Ein paar Erinnerungen. Das war verdammt schwer. Ein paar Erinnerungen des Schmerzes, ja. Das war verdammt schwer. Ich glaube, wir waren einfach zu unterpowered. Also ich zumindest war zu unterpowered, hatte ich das Gefühl. Helm! Hätten die nicht ein paar mehr schicken können? Das sind schon ziemlich viele. Ich weiß. Es waren im Film auch nur 200. Ja, aber das hier sind keine 200, das sind 50. Wie ist das möglich? Ich bringe Kunde von Elrond McBomb. Wieder mit euch für unsere Grasplantagen zu kämpfen, erfüllt uns mit Stolz. Alter, lass das. Okay. Tja. Elben Menschen teilen dasselbe Gras, weißt du? Deswegen kämpfen sie beisammen. So, da hast du deine Lego. Das sieht gut aus. Da hast du deine Lego-Grafik-Armee. Ja. Oh, da würde ich gerne durchreiten mit dem Pferd und dann alle jeden einzelnen. Das kommt doch noch, wir sind doch hier in Isengard. Ja. Aber ich will es jetzt. Helms Klamm. Ja, wo du schon wieder bist. Also, wenn du jetzt in Isengard bist und. Ja, mein Controller ist aus. Nein, ich hab's prophezeit. Ich hab's schon vorher prophezeit und jetzt. Ja, können wir wieder. Oder auch nicht. Ich will nicht Gimli sein. Ich möchte jemand mit Stil sein. Okay, Aragorn hat keinen Stil, aber. Nee. Ich hab gedacht, du magst Aragorn. Ja, eigentlich schon. Also, jetzt so als Charakter und so, ne? Ja. No homo. No homo. Ja. Ja, aber schlag ruhig auf mich. Auf wen denn sonst? Der Festung. Vielleicht auf die Pau. Hey, da könnte Gimli was machen. Ja, das ist richtig. Und nichts pervers. Minikill, yay. Wurde ja auch mal Zeit. Ich glaube, auf der Gamescom konntest du auch das Helms Klamm Level spielen und da kann Gimli wieder was machen. Ja, wie gesagt, auf der Gamescom konntest du das Helms Klamm Level spielen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da haben wir einen. Eine Kurbel. Mhm. Ich wechsle nochmal zu Aragorn. Wieso wechselst du jetzt auf einmal zu Aragorn? Ja, weil er die Kurbel drücken soll. Dann drehe die Kurbel. Ja. Achso, du bist das ja. Mussten sie sich im Film auch erstmal ein Podest bauen, um nach oben zu kommen? Also Gimli hat sich auf jeden Fall eins gewünscht. Naja, die anderen? Ach, ich hinterfrage es nicht. Es ist Lego. Lego-Logik. Diese Steine haben ihren eigenen Willen. Und das ist wir brauchen Gimli. Tja. Machst du das? Uah! Bang! Geh doch einen Meter zur Seite. Ja, eigentlich schon, oder? Was geschieht denn da draußen? Ich könnte es dir beschreiben. Oder soll ich dir eine Kiste besorgen? Oh, Gras, Gras. Oh nein, ein alter Mann. Der alte Mann aus dem Film. Das ist ja der alte Mann aus dem Film. Das ist mein Lieblingscharakter. Weißt du? Nein! Erwin! Nein! Ist ja Erwin? Ja. Hast du das nicht in den Credits gelesen? Dann beginnt. Sag bloß, du hast dir die Credits nicht bis zum Schluss angeguckt. Das ist ziemlich cool geworden. Kein Wunder, dass die das auch auf der Gamescom genommen haben. Zur Vorzeigelevel. Wie geil das aussieht. Das ist echt schön. Das ist echt schön. Ja. Schieß jetzt Legolas den Ork von der Leiter. Also das ist dann dein Job. Ja, das mache ich. Ich